Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute in FB wieder mal was berechnen, gell? Und zwar wollen wir die Pendelbewegung berechnen. Wir wollen diesen Verlauf des Pendels in der Zeit berechnen, gell? Und ja, das ist eigentlich ganz geschickt. Man kann dieses ja doch einfache Pendel, gell, also es gibt da schönere Pendeln und so, gell, oder wir wollen dieses einfache Pendel, so wie es hier dargestellt ist, gell, wollen wir die Bewegung berechnen, gell, also wir wollen schlussendlich die Position in der Zeit angeben, gell, wir wollen dann ausrechnen, ja, wenn das Pendel irgendwo startet, gell, das kann also, ich würde es an einem Extrem starten lassen, gell, wenn es dort startet, gell, dann lassen wir das laufen und dann kommt es zurück und am Ende haben wir dann eben diese Bewegung, gell. Und ja, die Mathematiklehrer hätten eine Freude damit, weil diese Bewegung, gell, dieser Ort in der Zeit, erfolgt einer trigonometrischen Funktion, gell. Also das folgt, und jetzt kann man sagen, ja, Sinus oder Cosinus, je nachdem, ja, wo man eben den Ursprung hier setzt, gell. Wenn man, ja, eigentlich müsste man sagen, Cosinus, gell, weil der Sinus würde ja bei 0 durch 0 gehen, gell, der Cosinus nicht. Ja, und das wollen wir ausrechnen, gell, also uns reichen dann die Instrumente, gell, die wir haben, und dann wollen wir die Position in Abhängigkeit von der Zeit ausrechnen, gell, und das wollen wir dann wieder eine Tabelle machen mit Differenzengleichungen, gell, und dann können wir die Berechnung des Verlaufs der Pendelbewegung eben darstellen. Gute Arbeit.